Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Taschenmesser und zwar eins von der Firma Böker aus der Magnum-Reihe. Und das Modell nennt sich Padre. Hat eine Gesamtlänge von 18 cm, Griff 10, Klinge ca. 8 und hat ein Gewicht von 90 Gramm. Im Stahl haben wir hier ein 440er Stainless-Steel. Arretierung, klassischer Backlog. Und hier so, ich würde mal sagen, Packerholzgriffschalen, die schwarz eingefärbt sind. Hier sind sie schwarz. Hier hinten ist es ja rot-braun-schwarz. So, ja, ein ganz witziges Farbenspiel. Dann haben wir hier diese Edelstahlbolzer, die für den Preis von ca. 20 Euro wirklich sehr gut verarbeitet sind. Also das ganze Messer ist gut verarbeitet für den Preis, kann man nicht sagen. Das ist, also da habe ich schon schlechtere Messer gesehen für deutlich höheren Preis. Aber das nur am Rande. Dann haben wir hier, ich würde mal sagen, Flachschliff, Klingenstopper haben wir. Und hier Backlockrücken und geht ganz gut rein. Klingenstand, naja, relativ. Und ja, hat auch so eine ähnliche Klingenform wie beim Victorinox Messer, würde ich mal sagen. Kommt dem, ja, ist ein bisschen bauchiger. Aber na, hier mal ein Größenvergleich. Gut, ist ein Ticken größer, das Messer, ist ja klar. Ne, 91 mm, hier 10. Also 10 cm. Von der Breite her. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich ganz cooles Messer für den Preis. 20 Euro. Ne, bei der Böker, also im Böker-Katalog ist irgendwie 21 Euro gelistet. 21,95, wenn ich mich nicht irre. Ist ganz okay. Sagen wir mal so. Dann haben wir hier so eine Gravurplatte. Hier. Die Nieten sind relativ sauber verschliffen. Vereinzelt merkt man manchmal hier so einen leichten Widerstand, aber es ist okay. Das ist okay. Dann hier die Rückenfeder auch ganz okay. Steht nicht wirklich was ab. Wie gesagt, Bolzer schön die Pins übergeschliffen. Man kann die, also erfüllen kann man sie nicht. Man könnte, da könnte man es so ein bisschen sehen. Aber egal, es ist okay. Also ich finde es relativ gut verarbeitet. Ne? Und vom Handling her ist nicht schlecht. Ich habe jetzt so Handschuhgröße 10, 10,5. Also kürzer, ja, minimal halt. Ne? Also dürfte es jetzt nicht sein. Ne? Und so vom Handling her ist okay. Die Schärfe ist, naja, ich sag mal durchwachsen. Also da kann man auf jeden Fall noch was rausholen, wenn man das über einen Sharpmaker zieht und über Leder, Chromoxid und solche Geschichten. Aber es ist ganz brauchbar. Ne? Und an und für sich schön klassisches Taschenmesser. Gefällt mir. Ja, das war das Böker Padre. So, hier packen wir das mal so rein und packen wir noch mal ein Opinel Nummer 8 dazu zum Größenvergleich. Das ist ungefähr, ja, ungefähr das gleiche. Also von der Größe her. Gut, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.